Willkommen zurück bei Mittelerde Schatten des Krieges. Wir versuchen das nochmal. Wir haben beim letzten Mal versagt. Weil wir den Boden getötet haben. Ich wusste gar nicht, dass ich nicht alle töten. Nein, das ist meine. Was soll das? Meiner. Oh Gott, das war... Ich habe etwas gesehen. Ja, wisst ihr, gerade eben steht es 11:4 und jetzt kommst du mir so. Herausfinden, was er weiß. Entscheidest du, wen ich leben lasse? Beschaff dir die Information. Den sollte ich also nicht töten. Wo sind die Hauptmänner, die auserwählt wurden? Sie kommen von der Festung. Sie sollten bald hier sein. Oh Scheiße, Elmo-Schuss benötigt. Nimm doch mal. Dankeschön. Also diesmal ist es leider nicht mehr. Unsere Freunde haben es ganz schön eilig. Gut, unser kleiner Wettstreit ist noch nicht vorbei. Besiege die Hauptmänner, okay. Wo ist denn meine liebe Latria? Oh, nicht wirklich. Die drei werden auserwählt. Und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Ebenso wenig, wie du deinen Tod verhindern kannst. Du wirst zum Glück erleben. Wow. Ich sorge dir schon. Ich lebe noch. Na, wirklich. Mein ganzes Leben habe ich darauf gewartet. Ich wurde auserwählt. Oh, ja. Mich nicht auf. Das ist toll. Und jetzt halt's mal an. Schließ die Augen, Tal. Elbeschoss benötigt, klar. Alter. Scheibenkleister. Aua. So, jetzt darf ich nicht nochmal sterben, sonst habe ich ein Scheißproblem.
Ah, ja, nochmal. Verdammst du mir nicht! Ich werde auserwählt! Und wenn ich es mit deinem Blut an meinem Körper tun muss! Ja! Entzündet durch Verletzung, das ist ja schön. Komm schon, danke. Der zweite. Na komm. Ich will dich tot sehen. Geschafft. So viel dazu? Diese drei Hauptmänner werden nicht auserwählt. Doch mehr als genug Rekruten füllen ihren Platz. Alle, die ausgewählt werden, töten wir. Wenn wir die Nazgul nicht aufhalten können, können wir sie zumindest verlangsamen. Auftrag abgeschlossen, Erfahrungspunkte, Fähigkeitspunkt, bla 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 bla, besiege mehr Feinde, haben wir alles, wunderbar. So, was ist das jetzt? Online-Eroberung, sowas will ich doch gar nicht machen. Ist hier jetzt hier nochmal eine Quest mit ihr? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Das heißt, wir sind hier fertig. In Anführungsstrichen. Dafür bin ich zu faul. Obwohl, muss ich das machen, um hier irgendwie was Spezielles? Nö, eigentlich nicht, ne? Wir hauen ab. Wir hauen ab! Das ist meine Festung. Viel zu viele Festungen sind hier noch. Das ist meine Festung. Eure Lieferungen sehen. Und hier ist unsere nächste. Unser nächster Punkt ist hier. Was ist das? Das ist Baradur. Okay. Sind wir bei Requiem Schicksalsberg? Aber hier sind noch so viele andere. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, okay. Schnellreise. Wir wollen bestätigt haben. Ja, wir gehen weg hier und müssen jetzt wieder von vorne anfangen. Alle Leute beherrschen, die wir so finden und beherrschen können. Und ja. Leveln natürlich und Hauptquests machen und. Ja. Puh. So. Gucken wir uns doch erstmal. Achso, ich habe wieder ein. Ne, Inventar war falsch. Ich habe wieder ein zwei Fähigkeitspunkte. Natürlich, ich weiß mittlerweile langsam nicht mehr, womit ich da hin soll. Gucken wir doch mal hier. Verbessert Bestien. Zorn. Du kannst eine Hinrichtung oder Horns mal beirufen. Okay, nehme ich einfach mal. Was ist hier? Du kannst einen Schattenkarago herbeirufen. Klingt doch super. Ja. Jetzt bin ich hier in irgendeinem neuen Gebiet. Ach du Scheiße! Hier ist direkt die Festung. Okay. Wo sind die Türme? Da ist ein Turm. Einen Turm habe ich sogar schon. Warum auch immer ich mir
die Mühe gemacht habe und einen Turm schon geholt habe. Oh, Gaschka. Geil. Wir holen uns erstmal den Turm. Bevor wir irgendwas anderes tun. So viel Blut. Ach du Jemine. Fangen wir mit den Häuptlingen. Oh nein. Fangen wir mit den Häuptlingen an, die alle mal zu. Aufzudecken, immerhin. Kann ich bitte mal meinen Karagor haben? Ich hab doch jetzt so einen tollen Schattenkarag. Ah, hi. Da sich direkt erstmal selbst verbrennt? Was bist du denn für ein Spezi, mein Freund? Ich hab keine Zeit für euch. Also mit dem Karo zu reiten ist nicht wirklich schneller, habe ich so das Gefühl. Warte mal, es gibt noch mehr Häuptlinge? Ist doch nicht so ein Scherz. Nein, auch nicht. Ziel entfernen. Ziel entfernen. Nein. Das war nicht meine Absicht. Ja, ja. Ziel ruhig auf den Hauptmann, ist mir egal. Das war nicht meine Absicht. So, nächster bitte. Alle sind mit irgendwem verbunden und verknüpft. Okay, danke. Ja, über mir ist natürlich die Hauptküste. Natürlich ist über mir die Hauptküste. Ja, warum auch nicht? Ich wollte eigentlich erstmal zum Turm. Wo ist denn der Turm? Und der letzte Hauptmann. Häuptling, nicht Hauptmann. Hauptmann sind ja alle hier. Und völlig für Hinrichtungen. Level 36. Ja, ja. Alles klar. Wissen wir schon mal die Häuptlingsschiene, mit wem wir es so zu tun haben. Und eigentlich wollte ich doch den Turm hier. Den Turm wollte ich haben, bitte. Ja, wir können einfach weitermachen, würde ich sagen. Oh nein, das ist schlecht. Giftig. Und auf dem Karagor. Na super. Das wird ein spaßiger Typ. Und schauen, welches Level wir bis dahin haben. Ich mache einfach die, die mir über den Weg laufen, die mache ich einfach. Wer ist denn der Erste, den ich hier haben will? 33? Ach, ich gucke einfach mal. Argul. Liefchen Argul. Todkrank. Okay. So, dann hauen wir einfach mal ab. Und holen uns den zweiten von, ich glaube, drei Türmen, wenn ich mich nicht ganz vertue. Achso. Die akrobatischen Fähigkeiten finde ich sehr genial. Also. Könnte ich in Assassin's Creed alle noch irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Vor allem von der Schnelligkeit. Genau. Wir haben. Was haben wir denn da? Wir haben. Dort war's. Wir haben. Dort war's. Wir haben. Da auch was? Nein? Okay, da nicht. Wir haben. Dort war's. Und. Und
dort. Und wollen wir noch was? Show me what you got. Dort, ja, dort. Wunderschön. Ich glaube, es geht auch unterirdisch hier voran. Ja, uns fehlen aber noch zwei Sachen. Und das eine davon ist da. Und das andere ist tatsächlich... Oh Gott, da hinten in der Festung. Ich glaube es nicht. Natürlich, da hinten in der Festung. Hätte ich mir auch denken können, ehrlich zu sein. Wir holen uns mal eben das Ding hier vorne. Was hat das hier eigentlich so schön immer zu bedeuten? Stammeskonfrontation bei Banditen. Ich bin da irgendwie viel zu faul zu, aber... Wir müssen uns irgendwann mal, glaube ich, damit auseinandersetzen. Vor allen Dingen, weil wir dann, glaube ich, Set-Teile bekommen oder so ähnlich war da was. Ich glaube, da irgendwas in der Art war da. Aber jetzt hat er das Ziel nicht markiert, egal, ich weiß, in welche Richtung ich muss. Um zum Turm zu kommen. Oh, warte mal. Komm mal her. Wie gesagt, an allen Würmern, die an denen ich jetzt vorbeikomme, die benutze ich einfach mal ganz kurz, um die gesamte Garde, also die ganzen Leute aufzudecken. Das ist der falsche. Hab ich dich. Was anderes will ich von denen ja gerade gar nicht. Irgendwo hier hinten müsste dann eigentlich gleich ein Turm sein. Im besten Fall. Und da oben ist aber auch nochmal... Ja, weiter geht's. Also das war nicht mein... Nein, ich wollte nicht. Dankeschön. Habe ich jetzt... Ist jetzt mein neues Ziel oder nicht? Nein. War auch mal wieder nicht meine Absicht. Ich muss hier vor allen Dingen natürlich auch wieder alle möglichen Leute... ...beherrschen. Vor allen Dingen die ganzen Häuptlinge. Das wird alles wieder ein Spaß. Naja. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Au! Au! Ja, das hat auch weh getan. Kommt schon, lasst mich einfach zufrieden, bitte. So, ich glaube, das ist der letzte Turm. Wieder mal, also... Das Schöne ist, dass ich jetzt wieder irgendwo gegen einen Berg... Also es ist eigentlich unglaublich schlecht gemacht. Also sorry, das ist meine persönliche Meinung ist, dieses System hier ist total schlecht gemacht. Du ziehst irgendwo auf den Berg und dann, oh ja, da hast du es gefunden. Weil es irgendwo dahinter ist. Also dieses System hier ist echt merkwürdig. Und meines Erachtens halt nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern auch, ich finde es relativ schlecht, dieses System mit dem hier Kreisen suchen, wo ich da was finde und hin muss. Okay. Aber jedem das seine. So. Jetzt habe ich tatsächlich alle Türme. Toll, ne? Ja, finde ich auch super. Finde ich auch auf jeden Fall super.
Und währenddessen sammeln wir hier noch ein paar Sachen ein. Weil hier einfach so Sachen rumliegen. Ich meine, hallo? I take it. No problem with it. Muss aber halt gestehen, wie gesagt, ich bin zurzeit in der Prüfungsphase und werde jetzt... Ach, da haben wir sogar hier unsere Liebste. Ja, wunderbar. Aber hier ist eine andere Quest. Karnas Flucht. Targoth erhebt sich aus der Grube in Gorgoth. Er darf die Oberfläche nicht erreichen. Aha. Okay. Machen wir beim nächsten Mal. Ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Video. Euer Hedi.